das Haptische an so einem Büchlein und die Ästhetik, dann auch die Symmetrie des Einbands, das sich wiederholende Muster mit dem Rapport, das ist einfach eine Freude. Mit dem Schildchen, das ist ja eigentlich unverändert seit Anfang an, es fehlen die Sternchen, aber es ist genial. Auch mit dem Rückenschild, das Signet ist meisterlich, ich meine, das ist die dritte Form, also die Teemannsche, es ist wundervoll. Ja. Die Typografie ist genial, Papierqualität. Ich denke, es ist ein Glücksgefühl für jemand, der Inselbücher sammelt, dass er plötzlich eins, was ihm gewidmet ist, richtig in die Hände bekommt. Wenn man sich über sie schlau machen will, in den berühmten Medien findet man mindestens zwei Merkmale, sind einmal Unternehmer und zum anderen klinischer Psychologe. Wie können Sie uns, den Zuschauern oder wie auch immer die nennen mag, können Sie erklären, wieso dieses Buch, das Ihnen gewidmet ist, der Anlass ist, dass wir uns hier treffen? Ja, also mein Großvater war Verleger namens Kurt Wolf, ein Verleger, der in den letzten Jahren des Kaiserreichs und den frühen, dann folgenden Jahren, in den 20er Jahren in Deutschland, der Verleger des Expressionismus war und der eben mit einer Reihe, die Der jüngste Tag hieß, begabte junge Schriftsteller, zeitgenössische, edieren wollte, die sonst noch niemand verlegt hat. Und da hatte der ein sehr feines Gefühl. Und sie haben das auf den Nenner gebracht mit dem Titel Seismograph. Er hat eben wirklich seismografisch gespürt, wo Begabungen liegen und hat Kafka, Trakl, Werfel und so weiter mit frühen Drucken herausgebracht und dem Publikum bekannt gemacht. Und Kurt Wolf war für mich als ältester Enkel auch eine Figur in meinem Leben, die mir großen Eindruck gemacht hat. Es wäre natürlich biografisch betrachtet, zunächst sehen, näherliegend, wenn Sie den jüngsten Tag sammeln. Oder die Bibliothek mit den Romanen, die Kurt Wolf hat, oder die Kunstdrucke, oder die Hyperion, oder Verlag der Weißen Blätter. Hör mal auf, darüber zu reden. Aber Sie haben ja... Ja, die Inselbücher haben natürlich auch eine Genese in meiner Biografie. Die begann damit, dass ich schon als Vorschulkind und dann als Schulkind in der Bibliothek meiner Großmutter, also der Frau von Kurt Wolf, geborene Merck, kleine Inselbändchen fand, die mich brennend interessiert haben. Die waren illustriert. Fritz Kredels Soldatenlieder, das kleine Schmetterlingsbuch, das kleine Baumbuch und ähnliches, die Vogelnester. Da musste man noch nicht viel lesen können und die haben mich begeistert. Und mit den kleinen Bändchen habe ich auch im Garten entdeckt, was dort blüht und konnte es benennen und konnte es deuten. Die Großmutter hatte dann später ihre Sammlung, die aus vielleicht 300 Exemplaren bestand, also eine relativ bescheidene Sammlung noch, die sie aber selber eigentlich von Kippenberg noch geschenkt bekommen hatte, jeweils zu Weihnachten kamen Inselbändchen, die erschienen, hat sie mir vermacht und das war der Grundstück einer richtigen Leidenschaft, dann Inselbücher zu sammeln. Ja, Sie müssen sich das so vorstellen, es ist ein nicht so großer Raum, wie Sie sich den vorstellen. Es ist ein Raum, der vielleicht 40 Quadratmeter hat, aber er ist in der Tat ringsum mit Regalen bis zur Decke beschreinert worden, genau in den Formaten für Inselbücher und hat aber aus Platzgründen eben auch Schiebewände mit Regalen, sodass man den Platz verdoppeln kann. Und da stehen etwa 20.000 Bände, die sortiert sind nach verschiedenen Sammelgebieten. In einer Abteilung die Erstausgaben, dann die Folgeauflagen, dann Sondergebiete, die österreichische Bibliothek, die Kriegsausgaben, die Feldpostausgaben, Frontbuchhandlungen und was es auch alles gibt. Die kann man dann in einzelnen Rubriken dort auffinden und aufstöbern. Das heißt, ich habe vielleicht 20.000 Bände haben Sie. Das macht... Wir sind momentan in normalen Zählungen bei 1380. Sie haben fast jedes Buch in zehnfacher Ausfertigung, ist verkehrt, in zehnfacher Sonderausstattung. Ja, in Varianten, die eben sich irgendwie unterscheiden. In der Regel sind die Auflagen leicht verändert. Sie haben andere Umschläge, sie haben andere Schilder, sie haben auch textlich Varianten.
und alle Varianten von der Erstausgabe interessieren den Sammler und vervollständigen diese Sammlung, sodass es von manchen Bänden tatsächlich 40, 50 gibt, die unterschiedliche Exemplare darstellen. Das heißt, das Sammeln geht nach den Varietäten? Geht unter anderem nach den Varietäten, das ist sozusagen der Grundstock. Aber den Sammler interessieren auch ganz andere Dinge, wie zum Beispiel Widmungen, Eintragungen, Ex-Libris, besondere Notizen, Stempel, die irgendwie auf Zugehörigkeit schließen lassen. Das Schönste ist ja die Widmung von Rilke an die Prinzessin von Thun und Taxis. Und der 888er Band beschreibt ja die Situation, wie Rilke in Duino sozusagen, da fand auch diese Widmung statt. Also das ist sehr schön, wenn man einen Band hat, der auch in einem anderen Band wiederum zitiert wird. Das heißt, wenn ich Sie recht verstehe, ist Ihre Sammlung, wie alle Sammlungen, im Prinzip unabschließbar. Weil ja, die kann man nie beenden, denn es gibt immer neue Gebiete. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Mich interessieren besonders brennend Bände, aus denen ein wenig die Leserschaft, die Autoren und der Geschmack und die Soziologie der Zeit, in der das Buch entstanden ist, erschließbar sind. Es ist spannend zu sehen, was in den 20er Jahren passierte, was in den 30er Jahren passierte, was dann, als sich der Inselverlag aufspaltete in zwei Teile, passiert ist in Osten und in Westen und was in der Bundesrepublik passiert ist. Das ist so ein bisschen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Kulturgeschichte Deutschlands im Kleinformat. Man sagt und spricht eigentlich dafür, dass die Inselbücherei eigentlich eine Erfindung von Stefan Zweig war. Was sagen Ihre Erfahrungen mit der Inselbücherei? Ich glaube, dass Zweig schon einen wesentlichen Einfluss hatte auf die Realisierung der Idee. Ein zweiter genialer Schachzug war diese Gestaltung der Einbände. Das entsprach auch dem Zeitgeschmack. Überall war Dekoration ein Thema geworden. Und diese Rizzi-Papiere, die damals in Italien entstanden, waren ein völlig neues Erscheinungsbild für ein Bändchen dieser Art und haben sofort eine Begeisterung ausgelöst. Und der kann man sich auch heute nicht entziehen, wenn diese Bände im Regal stehen. Die haben einfach ein so ansprechendes Äußeres, das sie auch behalten haben. Und die Versuche zwischendurch, die natürlich immer wieder mal gemacht wurden, abzuweichen von diesen Papieren und deren Symmetrie und deren Ornamentik und deren Muster, sind nicht lange beibehalten worden. Herr Baumann, Sie meinen damit, dass die Inselbücherei nur oder ausschließlich oder vor allem oder teilweise aus der Tradition lebt? Nein, ganz so gar nicht. Also, das tut sie auch nicht. Sie hat sehr viel zeitgenössische Autoren und ist da auch sehr erfolgreich. Was soll man jungen Leuten sagen? Warum? Also, die sollen das kaufen, zum einen, weil es ihnen gefällt, weil es Thema interessiert, die Illustrationen gut sind, die Ausstattung gut ist. Das ist schon gewöhnungsbedürftig bei den jungen Leuten. Warum sollen die jungen Leute nicht sammeln oder vielleicht auch noch sammeln? Warum sollen sie sich mit beschäftigen? Tradition haben Sie gesagt. Sie brauchen den jungen Leuten gar nichts sagen. Sie brauchen ihnen nur hochqualitätvolle Bände vorlegen und sie werden zugreifen. Sie werden entdecken, dass das Geschenk eines Inselbandes eine andere Wertigkeit hat als ein broschiertes Taschenbuch. Und das spricht für sich. Können wir sagen, dass nach Ihrer Meinung die Inselbücherei so weit auf Kurs ist? Ja, das würde ich ihr gerne attestieren und ich wünsche ihr von Herzen, dass sie auf Kurs bleibt und vielleicht auch noch Varianten oder Segmente entdeckt, die noch brach liegen. Also der Inselverlag, die Inselbücherei, hat ja die Chance, auch Auszüge zu veröffentlichen. Aus entlegenen Quellen, die sonst niemand zur Hand hat und die auch im Internet nicht zur Verfügung stehen. Es gibt Briefwechsel, die spannend sind. Es gibt Themen, die sonst schwer zugänglich sind. Das alles wären Bereiche, für die ein kleinformatiger Band
der 100, 150 Seiten hat, ideal ist. Um darüber zu reden, Handke haben wir das erste Mal, hat Peter Handke zugestimmt, der ist noch nicht veröffentlicht, liegt natürlich an mir, der war schon vor 2 Jahren angekündigt, das toll, ja. Dass er aus seinem Notizbuch, das er sich geschenkt hat, das nie veröffentlicht worden ist, hat mir zugestanden, Zeichnungen und das ist genau das so ist Schrift, genau und dann mache ich eine Transkription und dann kann man sehr schön die Arbeitsweise von Peter Handke zeigen. Also Sie werden viele Ideen finden, Ihre beiden schön gebundenen Einbanddeckel zu füllen. Ich wollte auch nicht sagen, dass wir um Ideen uns Sorgen machen oder gar keine eigenen Ideen mehr haben, sondern nur überleiten zum Schluss, nämlich zu fragen oder zu bitten, wer meint, er möge oder könne oder solle was vorschlagen für die IB, soll er es tun, das wie wir darauf reagieren werden, das kann man dann vielleicht im zweiten Gespräch können wir das mal vielleicht dann uns genau angucken.